Willkommen zu einer neuen Folge ARK. Heute zeige ich euch, wie man die Frösche züchtet. Ich wollte sie in der Base züchten, aber leider hat das nicht geklappt. Da stand, sie müssen in der Nähe von einem Gewässer sein. Dementsprechend habe ich hier in der Nähe unserer angefangenen Waterbase einen kleinen Käfig reinragend ins Wasser gebaut und ich hoffe, die Wassertiefe reicht, um die Frösche bzw. Bieselbuffos da zu züchten. Ja, werde ich mal den Zaun hier zu Ende ballern und die mal aufeinander stellen. Ich hoffe, das reicht hier vom Wasser. Mal gucken. Das sind zwei High-End-Frösche, die ich gezähmt habe, um das Swamp Cave zu machen. Bewege es zum Wasser, um zu paaren. Ja, es wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern. Ich muss die Base tiefer machen. Ich glaube, die müssen schwimmen. Das aber dann deaktivieren. So, nachdem ich gesehen habe, dass die Frösche schwimmen müssen und dieses kleine Stück im Wasser reinragend nicht reicht, habe ich das Außengehege oder das Zuchtgehege ein wenig vergrößert und tiefer ins Wasser gestellt. Ja, und dann werden wir es mal hier versuchen. Ich hoffe, das ist auch tief genug. Hier schwimmen sie immer noch nicht. Was passiert? Gucken wir mal nach. Ein Ei. Ich sehe ein Ei. Das jederzeit zu schlüpfen beginnt. Ich hoffe, die essen jetzt keine irgendwie Beeren am Anfang, sondern Fleisch, weil ich nur Fleisch dabei habe. Aber gucken wir mal, wie das alles aussieht. Noch 1%. Zack! Ein Pinker! Wohl. Ist ja eine Qualquappe. Ist das geil. Jo. Essen auch gleich Fleisch.
Okay, der Jugendliche hat jetzt mehr Streifen bekommen, ist minimal größer geworden. Aber mehr sieht man da nicht. Ist einige Zeit vergangen. Wollen wir mal sehen, wie der hier aussieht. Mr. Frog. Ah, der ist schon viel größer. Beelzebufo gezüchtet habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!